So, und damit willkommen zurück. Kurzer Check, passt alles, sieht alles sehr gut aus. Ja. Gut. Dann das Umschalten nicht vergessen und weiter geht's. Ihr Freund und Helfer, Ach, schaut euch Befehl mal des diese Armee Kommandanten. an, diese Armada, diese Flotte, diese Power, diese Kraft, dieses. Na, so schaut's Ihr aus. So. Freund und Ich Helfer. habe jetzt hier irgendwo Aufklärerfregatten, wo auch immer die sind. Ich sehe sie gerade nicht. Oh, da kommt der Titan. Oh je. Wir sind bereit. Schlag die Eindringlinge zurück. Und schon sind wir drin, mitten im Geschehen. Für die Koalition. Phasensprung klar. Ja, der dreht ab. Schlag die Eindringlinge zurück. Hätte ich ihm auch geraten. Schildhofer, wir greifen an. Das schafft er nicht. Der hat ja nix da. Und tschüss. Na, hier der Träger, der kassiert aber gut, bevor er springt. Das wird sehr knapp für den. Ob der noch wegkommt? Nope. Den hat's zerbröselt. Und das war ziemlich gut für mich. Alle Geschütze bereit. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ich spring da gleich nicht verraten. hinterher. Ich meine, irgendwann habe ich auch, wie gesagt, irgendwann ist Wer Schluss. braucht Luftunterstützung? Wo hat's den Aufklärer? Irgendwo muss das einen Aufklärer haben. Es bringt nichts mehr an, Da. das Empire anzugreifen. Zeigen Sie mir die Richtung. Genau, der hat Sonde starten, Sprungstörungsimmunität, enthüllt Minen, genau. Das Tarnfeld der Mine, also. Naja. Ihr Freund und Helfer. Den Vorhang Planeten. auf für meine neuen Schmuckstücke. Berechne Sprungkoordinaten. Ah. Ihre Befehle, Kommandant? Naja, jetzt springen Alle wir mal Linien mit dahin. Sprungantrieb. Und ich glaube, hier baue ich Unsere jetzt. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Baue mal hier mal ein Kolonialschiff. Aber dann kann ich das so nebenbei kolonisieren, das Vorhang passt dann auf für schon. meine neuen Schmuckstücke. So, hier hat er natürlich eine große Armee. Eine Sternenbasis, die ziemlich gut Wir sind ausgebaut bereit. ist. Aber ob sich Volle das, ob Energie das auf den reicht. Sprungantrieb. Das ist die Frage. Schilde hochfahren, wir greifen an. Das ist die ganz große Frage. Schlag die Eindringlinge zurück. Wir sind bereit. Natürlich alles auf den Jetzt Titan. Kommsat hat Feinde im Ist Angriff klar. gefasst. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Den will ich weghaben. Sie sind so Ja, gut der wie dreht auch leer. schon wieder ab. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Irgendwo ist halt dann doch Schluss, Ihre ne? Befehle, Kommandant? Die Sternbasis springt, glaube ich, auch. Zumindest sieht's so aus. Wir sind bereit. Unser Planet wird belagert. Ach, die Piraten greifen jetzt mich an. Er wurde Naja, zur gut. Verfügung. Das werde ich schon überstehen. Es ist zwar doof, aber na gut. Erwarte Befehle. Unsere Flotte wird angegriffen. Nee, du Übermittlung springst bitte empfangen. so rum. Piraten plündern einen unserer Planeten. Ja, lass es Wir doch. sind bereit. Ich meine, es ist Ihre nicht toll, Befehle, aber was will ich Kommandant. jetzt da machen? Ja. Oh, der Titan kassiert aber. Ihr Freund und Helfer. Also dem sein Titan. Ich hab was für dich. Jetzt geht's rund. So wird Ob Raumsport der noch gemacht. wegkommt? Sie sind so gut wie erledigt. Er schaut böse aus. Ich finde den Titan noch ziemlich hässlich irgendwie. Das erinnert mich so ein bisschen, ganz, ganz wenig, falls jemand von euch noch Stargate Atlantis kennt, an die Wraith. Ein ganz kleines bisschen. Jetzt nicht vom Design zwingend, aber hier von diesen Strängen und diesem Durchzug. Es sieht aus wie Adern, keine Ahnung. Ich weiß, das ist es vermutlich nicht, aber nur so ein bisschen, ne? Hört mal her, ihr Fliegeraffe. So. Nicht ausreichende Metalle. Ja, das haben wir gleich. Unsere Haben wir ihn Verstärkung zerstört? greift in die Schlacht ein. Oder ist er entkommen? Ich Ihre glaube, er ist Befehle, entkommen. Kommandant? Schilde hochfahren! Wir greifen an! Ja, der. Was auch immer das hier ist, Asteroid, der könnte mir. Sie haben
ein Problem mit dem Jäger? Die Piraten sind auch schon wieder abgehauen. Sehr gut. Schön, schön, schön. Nehme ich jetzt eigentlich auf. Stoppen, blub, 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 bla, bla, bla. Das sieht gut aus. Das ist immer ganz wichtig, ne? So. Da bildet man noch nicht aus. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So. Ihre Befehle, Kommandant? Wir haben ein Problem mit dem Jäger. Na, wo ist denn jetzt der... Oh, da ist ein Novalid-Sprengkopf. Der verursacht Schaden an Feindstrukturen. Na gut. Hallo? Wohin, Commander? Alle Geschütze bereit. Was macht er denn? Ach, der fliegt so ewig lahm. Von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Airwing zur Verfügung. Ja, der fliegt wirklich sehr langsam. Ziele in Sicht. Na gut, holen wir uns diesen Asteroiden. Ich renne jetzt einmal durch und vernichte einfach alles. Ende. Dir tue ich gar nichts Gutes mehr. Der hat bei mir verkackt. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Bomber. Ich mag die Raketenfregatten, die Flakfregatten mehr. Ich glaube, die sind nützlicher. Vor allem die Flakfregatten dürften sehr gut gegen Bomber und Jäger sein. Von dem her nicht ausreichende Metalle. Sollte es nicht wundern, wenn ich mir die immer ausbilde. Da schlägt ein Korvett. Die ist lange nicht so stark, aber... Wenn da was ist, werde ich es finden. Genau, Geschwindigkeit und Wendigkeit der Gegner reduzieren. Nehmen wir mal mit, ist nicht schlecht, wenn der Titan mir in Zukunft nicht mehr kommt. Gradumlord, das war's dann. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Ah, GG, GG des Todes. Wir sind bereit! So. Hier wüten wir noch ein bisschen. Ich werde nicht versagen! Rasensprung klar. Ich habe wirklich einige Bomber verloren. Und Träger. Also Trägerschiffe verliere ich häufig. Ich glaube, da muss ich mal ein paar neue Träger ausbilden. Ja, genau. Mehr Kristalle benötigt. Oh ja, komm jetzt. Hä? Ja. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ausbilden. So, das Kolonialschiff ist schon da. Sehr schön. Airwing zur Verfügung. Feindkultur herrscht zu stark vor. Oh, das ist egal. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen. Ich gehe jetzt hier so rum. Bum, 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 bum. Weil das ist nur Nebel oder Phasensturm. Das interessiert nicht, was da drüben passiert. Das ist ziemlich egal. Wir sind bereit. Ja, die schweren Kreuzer sollte ich aber schon mal anlegen. Ne? Volle Energie auf den Sprungantrieb. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Sicherung Autosave, auch sehr schön. Ihr Freund und Helfer. Ja, nee, das passt schon. Huch, was kommt denn hier? Wir sind bereit. Hallöchen! Der Gegner kommt hier mit einer Truppe. Es werden immer mehr. Ja, dann kämpfen wir doch. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Weiß zwar nicht, was er sich davon erhofft, aber bitteschön. Zur Verfügung. Oi, 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 oi. Ja, schnell wieder abhauen. Zur Verfügung. Techcom, bitte komm, over. Gibt's eigentlich ein... das ist cool. Ein alles bereit. Markieren? Ah ja, gibt's. Doppelklick geht nicht, aber Alt-Klick funktioniert. Das ist sehr nützlich. Angriffsflug begonnen. Angriffsflug begonnen. Ja, nee, da zerstören wir alles. Bereit. Fahren Sie fort. So, Präfektkreuzer. Ui, ein Präfektkreuzer. Das ist doch dieser Botschafterkreuzer, oder? Schaut zumindest so aus. Was auch immer der hier will. Hier gibt's für nichts mehr zu holen. Nicht kolonisierbar. Aber das macht nichts, denn ich habe jetzt hier ein Schiff. Und sobald ich kann, werde ich dann. Das dauert noch ein bisschen, aber demnächst passt das. Alle Geschütze bereit. So, und los geht's. Ihre Befehle, warte! Ich werde nicht versagen! Ui, was kann man hier noch machen? Rasende Verteidigung, ich liebe die rasende Verteidigung. Noch ein bisschen Antimaterie-Trichter. Gib mir. Rasenantrieb aktiviert. Der Titan ist jetzt bereits Stufe 10, so wie das ausschaut.
Ja, ist ziemlich mächtig. Problem mit dem Jäger? Vielleicht. Ihr Freund und Held. Vielleicht habe ich ein Problem mit dem Jäger. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ihr Freund und Helfer, wir sind bereit. Na, passt schon. Ihr Freund. Ich habe doch hier irgendwo ein Kolonieschiff, oder? Wo ist denn das? Träger. Schlachtkreuzer. Kolonialkreuzer. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Nice. Wir haben ein Problem mit dem Jäger. Raffinerie. Handelsposten. Zivil. Logistik. Planet erforschen. So. Ja, so ein Ding noch hinterher. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Was, wo, wer, wie? Ja, die können hier ruhig machen, was sie wollen. Das gehört jetzt mir. Verkackt haben sie. Oh, ich muss da Sternbasen bauen. Ah, der Lilane kommt auch zum Helfen. Schön. Die werden alle so verkacken. Tut mir leid für die Sprache, aber es ist einfach Komsat so, die werden hat Feinde im Anflug erfasst. Komplett. Erwing zur Verfügung. Verlieren. Erwing zur Verfügung. Erwarte Befehle. Wenn der durchhält, können wir kolonisieren, aber das sieht Feindliche nicht so aus. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ja. Planetenentwicklung abgeschlossen. Mehr Kristalle benötigt. Boah, die holen wir uns einfach. Ah, jetzt komm. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits Na, benötigt. Na komm. Ihre Befehle, Kommandant? Ich weiß halt nicht, wie er das gewinnen will, wenn er immer so stückchenweise hier auftaucht, ne? Feindliche Truppen sind eingetroffen. Forscher haben etwas Interessantes entdeckt. Ui. Bergungsstation. Signalstörung? Bauwerk komplett. Metallextraktion, extra Konstrukteure. Aha. Erwing zur Verfügung. Okay, klingt doch gar nicht schlecht. Neue Horizonte erwarten uns. Ich glaube, hier baue ich noch eine Raffinerie. Das macht Sinn. So. Weil Handelsposten habe ich eigentlich ganz gut und ich baue ja noch mehr Zeugs. Das geht dann schon. Getreu unserem Ziel. Ja, der Präfektkreuzer, der tut mir jetzt nichts. Forscher haben ein mächtiges Artefakt entdeckt. Oh, hier ist ein Artefakt. Ha, wir haben ein Artefakt, Jungs und Mädels und Boys und Girls und wer sonst noch mitguckt. Bauwerk kommt. Elastisches Metall, das lese ich mir gleich durch. Aber irgendjemand von euch wird jetzt wahrscheinlich... Yeah! Metall! Rolus Sobare wurde vernichtet. Was wäre? Planetenentwicklung abgeschlossen. Was? Erwing zur Verfügung. Ah, okay, ist mir egal. Ihr Freund und Helfer. Getreu unserem Ziel. Ruf sie rein und springt endlich! Reite Phasensprung vor. Das sind eine Menge Leute, die ich hier habe. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ich will nicht angegriffen werden. Piraten, nein. Greift's da an. Verstärkung greift in die Schlacht ein. So, was haben wir denn hier? Wo ist das Ziel? Bauwerk komplett. Müssen wir bloß ein paar Blödfregatten schnell wieder abhauen. Schnell! Phasensprung abgeschlossen. Das Schöne ist, ich steige dem jetzt richtig von hinten aufs Dach. Und das tut dann weh. Höre laut und deutlich. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ihre Befehle, Kommandant? Phasensprung klar. Kein Gegner kommt an uns vorbei. So. Kein Gegner kommt an uns. Aber dieses Hin- und Hergespringe kann ich jetzt auch nicht ändern. Feindliche Truppen sind eingetroffen.
Verlieren sollte ich den Planeten hier natürlich jetzt nicht, ne? Wäre nicht so gut. Springen wir einfach wieder hinterher. Ich hoffe, die wollen nicht zu mir, die Piraten. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Sieht nicht so aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wer braucht Luftunterstützung? Wir sind bereit! Okay. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ja, die muss ich jetzt halt vertreiben. Irgendwie. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Wow. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Wird nicht ganz einfach. Berechne Sprungkoordinaten. Phasensprung auf mein Signal. Endlich! Okay. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So. Jetzt. Ihre Befehle, Kommandant? Nice! Den greifen wir gleich mal an. Ihr Freund und Helfer. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Für die Heimatwelt. Sie geben mich in Ausstiegreichweite. Ich springe in die Bresche. Also ich hau den Titan jetzt hier kaputt. Erwing zur Sollen Verfügung. Sie ruhig. Die sind so gut wie erledigt. Volle Energie auf den Sprungantrieb. So. Ruf sie rein und spring denn. Weil wenn der sich zurückziehen muss, dann war's das. Die Piraten greifen tatsächlich wieder bei mir an, oder was? Das nervt. Das nervt einfach nur. Das ist unnötig. Unsere Flotte wird angegriffen. Ja, aber ich greife hier auch an. Das war nicht zu knapp. Ja, die Schilde von den Titanen sind schon fast draußen. Und dann geht nimmer viel. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Schwachsinn und verliere dann doch noch das Spiel. Aber von dem, was ich sehe, sieht das gut aus. Ja, verzupf dich. So, der dreht ab. Da können wir nichts machen. Aber das Kampfschiff kriegen wir. Ja, genau. Angriffsflug begonnen. Angriffsteam unterwegs. Angriffsvektor eingeloggt. Nur Herde. So. Wir sind bereit. Ich weiß ja, warum der so schräg fliegt, aber gut. Egal, wo er hinspringt, ich springe ihm jetzt hinterher. Ich jag ihn jetzt quer durch die Galaxie und hau alles kaputt. Ja, jetzt, vielleicht kriegt man den ja noch. Ruf sie rein und spring denn durch. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Es wird knapp, aber es wäre machbar. Ich hab was für dich. Mehr Atombomben. Jetzt geht's runter. Ja, der ist so tot. Und tschüss. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So. Soll ich da gleich hinterher springen? Nee. Bereit für die vorderste Front. Noch nicht. Ausgezeichneter Plan. Ihr habt den Kommando gehört. Erst sammeln wir uns hier. Läuft. Genau. Nicht ausreichende Metalle. Na, vielleicht noch zwei Kommandokreuzer. Torpedofregatten, die finde ich nicht so sexy. Ich meine, Torpedos sind schon ziemlich geil, aber irgendwie... Na, nur gegen Strukturen? Ich brauche halt was gegen... Bums hat, ne? Ruf sie rein und springt endlich! Ihr Freund und Helfer! Ihre Befehle, Kommandant? Ich werde nicht versagen! Ruf sie rein und springt endlich! So. Also der 50-50-Tipp war gar nicht schlecht, muss ich jetzt rückwirkend doch gestehen. Der war schon... So, speichern, ja. Der war schon ziemlich gut. Funktioniert echt gut. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.